Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politik Story 4 Power Illusion, dem vierten Teil des Politik Stories mit mir Sam Malte, mit dem Karlsreich, ja ihr wisst Bescheid. Wir machen weiter an dieser Stelle, ganz flott eben fix und halten fest, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben unsere Teilverstaatlichung weiter vorangetrieben, sind im landwirtschaftlichen Sektor jetzt momentan ganz gut unterwegs, haben uns bis zu G wie Gemüse vorgearbeitet. Als nächstes kommt Getreide oder käme Getreide. Wir haben tatsächlich momentan wieder echt auch schnell wieder unseren Spielraum zurückgewonnen. Momentan Überschüsse von 2,6%. Hicks, Entschuldigung, das liest sich tatsächlich auch ganz gut. Also da haben wir wahrscheinlich durchaus jetzt Optionen und Möglichkeiten, mit denen wir vielleicht hier eventuell arbeiten könnten. Toll, letzte Folge gähn nicht rum, jetzt Hicks sich rum, also... Läuft momentan. Läuft richtig. Aber egal. Passt schon. Ansonsten, Verschuldungsgrad sind wir momentan auch weiter dabei, jetzt hier alles wegzuarbeiten. Klar, natürlich mit dem nächsten Kalenderjahr wird so gesehen noch wieder eine Umschuldung stattfinden. Das lässt sich ja natürlich jetzt nicht vermeiden. Aber wir sind nur bei 15%. Wir können uns relativ gut ausrechnen, was wir jetzt noch haben. Es sind nämlich jetzt 2,6 Billionen, die wir noch brauchen. Nicht Millionen, sondern Billionen. Das ist ja nicht ganz so geil. Aber, ja, ich denke, wir kriegen das trotzdem jetzt auch auf relativ nahe Basis, das alles schon irgendwie hin. Ach Gott, es gibt noch Wahlen. Ja, okay, unsere Scheinwahlen lassen wir nochmal nicht mehr durchlaufen. Ganz ehrlich, da gucken wir nicht sehr drauf. Worauf ich aber gucke, Freunde, das ist immer so ein bisschen das Feedback, was sie mir gibt. Aber erstmal begrüße ich nochmal an dieser Stelle Maximiltor. Vielen lieben Dank für dein Follow und damit herzlich willkommen. Und langsam müssen wir auf die 1200 zulaufen. Na, auf Twitch? Ja, der nächste 100er sollte jetzt bald im Kasten sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Vielen, vielen lieben Dank, herzlich willkommen, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich achte, ist, nachdem ich jetzt darauf geachtet habe, euer Feedback da draußen. Ich möchte ganz gerne, gucke mal ganz gerne drauf, so, wie nehmt ihr die Folgen an, ne, klar, Klickzahlen guckt natürlich jeder Mensch drauf, aber auch so Upvotes interessiert mich immer dann dementsprechend, das sind ja dann so ein bisschen die aktiveren User, die einfach nur mal im Kurs reinschalten, nach 2 Minuten abschalten, sondern die tatsächlich ein bisschen beibleiben, deswegen würde ich mich darauf freuen, falls ihr mal weiter Bock auf die Serie habt, kommt Leute, ne, noch einmal Like-Button hier, betätigen, wisst Bescheid und ja, ansonsten, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich musste die zuletzt ein wenig, hatte ich die hängen lassen, aber ja, meine Zeiten, Kapazitäten sind auch begrenzt, aber vertraut mir, ich lese die mir schon alle zu Gott jener Zeit durch, ne, braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, dass ihr, dass die ungelesen bleiben, also im Prinzip, jetzt, also mal sage ich mal, alle 2 Wochen soll ich das schon hinkriegen. Jetzt momentan bin ich vielleicht bei alle 3 Wochen, aber auch das kriege ich schon noch hin. Also ihr kriegt schon noch eure Antworten momentan vielleicht ein bisschen später als früher. Ich wollte gleich den Reichsrat noch eine Abstimmung durchjagen lassen, fällt mir gerade noch auf. Nämlich, ob wir den Jugendschutz lockern sollten. Habe ich noch nie gemacht, könnte mein Experiment wert sein. Von daher würde ich sagen, aber das will ich nicht selber entscheiden, das soll der Reichsrat mal machen. Weil ich weiß nicht, welche negativen Folgen das haben könnte. Und vielleicht habt ihr da schon direkt ein bisschen mehr Blick als ich für die Geschichte. So, sollen wir den Jugendschutz hinsichtlich Gewalt lockern? Fragezeichen. Ja, mal schauen, was passiert. Nein, das kann nur schlecht. Ja, könnt ihr selber euch denken. Ne, von daher guckt mal eben, was ihr daraus machen wollt. Ihr habt dann jetzt mal eben, ja, so lange möchte ich jetzt euch da nicht dran sitzen lassen, 3 Minuten Zeit für die Umfrage. Ne, auch heute wieder ganz aktiv, schön 30 Leute mit dabei. Da freue ich mich. Ne. Also vielen lieben Dank, dass ihr auch alle am Start seid. Und dann seid ihr jetzt also herzlich dazu aufgerufen, nochmal an der Abstimmung im Reichsrat teilzunehmen. Was meint ihr? Jugendschutz, ne? Was sagt ihr, sollen wir das Ding tatsächlich lockern gehen, mal experimentellerweise? Oder sagt ihr, Digga, das kann doch gar nichts werden. Ne? Oh, wollen wir mal schauen, ansonsten ein Flughafen, der braucht immer ein halbes Jahr, okay, alles klar, jetzt haben wir wieder unseren den nächsten Finanzminister, der zurücktreten will. Das liegt auch alles noch an der hohen Steuerlast. Ne? Sobald ich irgendwann mal die Steuern auch senken kann, was irgendwann auch nochmal der Fall sein wird, dann werden die aber mir alle die Bude einrennen. So, was will ich denn jetzt hier? Dann hat jeder Bock, Finanzminister zu sein. Jetzt muss nur jeder Minister darauf warten, ob er vielleicht der Glückliche ist, der in diese Situation kommt, dass die Steuern gesenkt werden. Jetzt kriegen wir mal eine Frau hier wieder rein. Komm hier, die war schon mal Finanzministerin. Ah, super, sehr gut. Kriegt sie den Job wieder. Sie nimmt auch direkt an. Super. Super. Hat die natürlich. Das ist Karriereleiter at its best.
Oh, ich sehe gerade tatsächlich, dass die Jugendschutzfrage doch eine sehr umstrittene ist. Also, im ersten Einblick, den ich hier gerade habe, ist bei 50-50, 6 Stimmen zu 6 Stimmen. Wir haben aber 28 Leute hier gerade dabei. Also, komm, Freunde, geht mal in die Abstimmung rein. Ich brauche mal ein paar Stimmen von euch. Was meint ihr? Sollen wir das Ding beibehalten? Ja, nein. Ne, den Jugendschutz, wie aktuell ist, da könnt ihr euch dementsprechend austoben. Komm, ne, da macht mal ein bisschen, noch ein bisschen Terror, wenn ihr schon mal die Wahl habt oder die Möglichkeiten. So, und jetzt werden wir hier nochmal an dieser Stelle beglückwünscht, oder kann ich mich beglückwünschen, und zwar dank Albert. Vielen Dank, Amigo. Albert haut 4,20 € raus, damit Malte Babatzen zu Hause hat. Damit Malte mal ein paar Batzen zu Hause hat. Ja, sehr schön. Ja, wäre natürlich supi. Ihr wisst ja tatsächlich, jeder Euro im Moment ganz gern genommen. Ich habe heute, also was heißt ich, meine Schwester hat heute ihre Rechnung bekommen bezüglich Kfz-Steuer. Die hat ihren Wagen jetzt angemeldet. Die zahlt tatsächlich ein bisschen weniger als ich. Da fiel mir wieder ein, die Spelunken und Halunken werden mir demnächst auch wieder auf den Füßen stehen. Also da kommt auch wieder große Freude auf. Ne, das fiel mir heute wieder so ein. Ach Gott, du musst ja demnächst auch wieder eine Kfz-Steuer entrichten. Ne, das Ding frisst ja nicht nur Sprit, das hat ja nicht nur Verschleiß, das ist ja auch nicht nur mit versicherungstechnischen Dingen beschäftigt. Nein, das will auch noch versteuert werden. Tja, spaßig. Ne, und von daher, ja, schau mal. Und ja, jetzt ist die Umfrage auf jeden Fall mit einer guten Wahlbeteiligung versehen. Also 29 von 30 Leuten haben abgestimmt. Jetzt haben 30 von 30 abgestimmt. 30 Stimmen haben wir dementsprechend. Ja, und es steht momentan immer auf 50-50. Das ist eine unfassbar knappe Geschichte. Und die Leute, ich habe das Gefühl, die ballern da richtig Kanalpunkte rein. So, ich ignoriere das mal ganz kurz hier mit der Kopf. Kennen wir ja schon. So, Klimaneutralitätszeitpunkt sind wir auch drüber hinaus. Das Thema haben wir alle schon hinter uns. Und am Ende gewinnt auch mit Einsatz von über 2000 Kanalpunkten hier tatsächlich die Option: Nein, lass es bleiben, das kann doch schlecht werden. Ja, und dementsprechend halten wir das dann raus. Paupanzer hat die letzte Dreiviertelstunde gegessen. Haben wir schon alles teilverstaatlicht? Nein, 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 nein. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte des Landwirtschaftssektors versteigert. Das ist, ihr dürft nicht vergessen, wie viel verdammtes Geld das ist, ey. Ne, also alleine jedenfalls vorhin, was war es gewesen? Der Gemüsesektor. Damit ich die gesamte Gemüse, was heißt verstaatlicht? Ich habe es ja nicht verstaatlicht, ich bin ja nur Minderheitsaktionär. Damit ich überall Minderheitsaktionär werden kann. Und allein für diesen Gemüsesektor brauchte ich gerade vorhin schon 70 Milliarden Euro. 70. So wie den 70 Milliarden Reichsmark, wenn wir konkret bleiben. Nein, Ruhe im Laden hier. Wobei, nee, stimmt auch nicht. Wollen wir mal kurz gucken, worin rechnen wir denn jetzt eigentlich? Hier stehen schon noch Milliarden Euro als Anzeige dran. Okay, aber wir rechnen eigentlich in Reichsmark ab. So, und währungstechnisch ist die Reichsmark momentan so gelagert, dass das 1,68 € ist für eine Reichsmark. Mittlerweile bekommst du übrigens zum US-Dollar im Vergleich schon nochmal ein Stückchen mehr. So, wir sind unter 1% übrigens, das heißt, ich kann Leitzins jetzt auch mal senken gehen, auf nunmehr 2%. Das heißt, das dürfte unsere Wirtschaft dann nochmal ein Stückchen ankurbeln, was wiederum nochmal den Überschuss ein bisschen beglückwünschen dürfte. So. Ja, gewonnen. Kanalpunkte ausgeben? Nee, Mann. Ich muss kurz überlegen, JVD, du warst doch einer derjenigen, der richtig Kanalpunkte gebunkert hat. Ich meine, so wäre das gewesen. Ansonsten aber nochmal ganz kurz an der Stelle, falls ich jetzt noch nicht richtig losgeworden sein sollte. Also Albert, vielen, vielen lieben Dank, ne, für deinen Support nochmal an der Stelle. Ne? Also Einzelspenden, wisst Leute, sind mir immer die liebsten Dinger. Warum sind mir Einzelspenden zusammen gut mit Twitch-Subs, ne, so mit die liebsten Sachen? Weil einfach da am wenigsten Gebühr drauf anfällt. Da bleibt am Ende, beim Netto bleibt am meisten bei uns hängen bei den Einzelspenden. Bei den Twitch-Subs ist so das nächstbeste, ne, weil das kalkulatorisch immer ganz gut ist. Ja, das sind so die Main Points. Ne? Stichwort Kanalpunkte, ihr könnt sie natürlich auch immer bei Formel 1 erwetten gehen, ne, nur um da ein bisschen Werbung zu machen. Jeden Freitag sind Mo und ich da ab 20 Uhr. Machen wir auch um Viertel nach. Aber ja, sind wir auf der Strecke. Geht bis tief in der Nacht jedes Mal. Ne? Also ich glaube, vor Mitternacht sind wir dann nie fertig. Da sind wir immer richtig am Start. Kann ich euch auch nur nahelegen, ne? Falls ihr dann dementsprechend Bock habt. Ne? Guckt da ganz gerne mal vorbei. Und ja, könnt ihr euch dementsprechend an den Wetten teilnehmen, um euch ein paar Kanalpunkte dort zu ergaunern. Niemand die Absicht, Kanalpunkte auszugeben. Ich bin gespannt, worauf du da sparst, mein Lieber. Malte, der alte Steuerfuchs. Ja, naja, also, Steuern ist jetzt falsch. Ich bin der Gebührenfuchs, was das angeht, weil
Also wenn ihr da mit Zahlungssystemen so zu tun habt, dann müsst ihr wissen, sowohl Twitch als auch YouTube nehmen sie natürlich ihre Anteile von weg. Und YouTube ist immer ein bisschen gieriger sogar als Twitch. Ne? Von daher ist Twitch immer schon mal prinzipiell für das Finanzielle, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, besser als bei YouTube. Sowas momentan Stand heute ist, kann sich natürlich auch ändern. Ne? Das ist ja Gebührenordnung. Ne? Aber am allerbesten sind Einzelspenden, weil die Einzelspenden laufen über PayPal. Und da müssen wir dann sozusagen nur mit PayPal abrechnen und PayPal ist sehr gnädig, was das angeht. Ja, sie nehmen sich auch was weg, die leben auch nicht von Luft und Liebe, aber das ist so vom finanziellen Umfang her das, wo am meisten hängen bleibt. Muss nun los, sagt Mahai, wünsche einen schönen Abend. Ja, alles kein Problem, wünsche ich dir ebenso. Wir haben ja heute noch ein bisschen zu gehen, so ist es nicht. Ja, und schau noch mal, was ansonsten noch so passiert. Wir können noch mal Richtung Iran und Pakistan mal gucken. Da waren wir auch schon wieder länger nicht mehr gewesen. Da läuft der Krieg noch, mittlerweile seit 100 Tagen nunmehr. Oha, 50.000 Tote auf beiden Seiten, da geht's richtig rund. Und dann schauen wir mal, wer jetzt hier, und ich sehe, glaube ich, gerade, wer auch hier die Oberhand haben müsste. Ja, okay, doch relativ klar tatsächlich, die Iraner scheinen das Ding hier jetzt zu machen. Ne? Die carryen das Ganze, haben den Krieg jetzt so ein bisschen ins Landesinnere getragen. Die weitesten Truppen sind sogar so weit, hier Richtung Sindh-Provinz vorzustoßen. Übrigens, die pakistanische Hauptstadt, falls ihr euch fragt, wo die liegt, Islamabad, sehr weit im Norden. Also dahingehend keine Gefahr, aber die beiden Provinzen, also zumindest Baluchistan, ist jetzt doch gefährdet. Ne, kann durchaus sein, dass hier nochmal vielleicht durchaus ein oder ein Problem auftreten könnte. Bin ich mal gespannt. Ah, also Nahe Osten, Pulverfass und je. Gut, sehr schön. Ja, ansonsten bin ich heute gerade momentan ganz happy. Wir warten jetzt natürlich da als nächstes planmäßig auf den Jahresumschwung Richtung 2054. Mir fällt gerade ein, ich wollte, glaube ich, das habe ich jetzt vorhin in den letzten Überschusstagen vergessen. Ich wollte das Thema Energie vielleicht nochmal angehen wieder. Ja, und das soll ich tatsächlich auch mal wieder tun. 77 Terawattstunden ist natürlich immer noch ein gutes Stück. Aber wenn wir uns so überlegen, momentan verschleißen wir so 50 Terawattstunden pro Jahr. Da brauchen wir eigentlich schon ein Fusionskraftwerk, das jetzt jährlich eigentlich mal stehen muss. Und von daher muss ich mich da, glaube ich, jetzt demnächst nochmal wieder ranmachen. So, ansonsten nehmen wir jetzt dann als nächstes, ja, Ende zum Jahreswechsel natürlich nochmal dann das neue Rating mit, das neue Überschussrating. Unsere Staatsanlagen steigen und steigen aber auch tatsächlich echt krass an. Also bald verdient unser Staat pro Jahr 8 Billionen Euro. 8 Billionen. Das ist wirklich insane, ey. Viel Geld hier einfach fließt. Ja, das ist krass. Das ist krass. So, ich hoffe, dass übrigens der Überschuss gleich zum kommenden Jahr nicht unterhalb der 2%-Marke runterfällt. Das wäre ganz schön, weil dann können wir zumindest das so einigermaßen aufrechterhalten wie aus dem letzten Jahr, also aus dem Jahr jetzt 2053. Ne, vielleicht geht das ja irgendwie auf. Das wäre zumindest ganz schön. Subidubi. Ja, ansonsten gibt es momentan jetzt gerade nicht viel zu tun. Das heißt, ich bin wieder offen für politische Themen und Vorschläge, Freunde, ne? Habt ihr noch irgendwas, was dann noch wieder besprochen werden sollte? Dann dürft ihr das Ganze dann dementsprechend jetzt kundtun. Weil wir müssen noch ein bisschen Leerlauf einlegen, bevor wir jetzt hier dann demnächst nochmal weiter voran pushen können und wer weiß, vielleicht sogar mal in der nächsten Umverteilung. Aber ich freue mich schon, wenn wir unter die 10%-Marke rutschen. Ne? Also, was ich mir jetzt momentan vorstelle, als nächstes das erste Ziel ist, dass erstmal Japan loswerden, dann die 10%-Marke, dann die USA loswerden und dann die 1-Billion-Marke. Ne? Und dann haben wir das auch fast alles. Also, dann sind wir fast komplett durch. Das wäre schon ganz geil. Ja, momentan, ich habe vorhin noch gesehen im Haushalt, also wir bündeln auch noch immer viel Mittel für die Schuldentilgung, was gar nicht mehr aber so sehr an der Zinslast liegt, sondern tatsächlich am Gesamtkapazität, was wir da pro Jahr momentan noch abführen. Das sind momentan noch wohl scheinbar, wenn ich mir das richtig hier lese, 400 Milliarden Euro, die alleine noch für Schuldentilgung momentan draufgehen. Das ist mehr als unser gesamter Wehretat. Ja, das ist das Doppelte fast. Ja, okay, nicht ganz das Doppelte des Wehretats, aber das ist schon auf jeden Fall gutes Geld. Mehr auch als momentan im Transportsektor reinbuttern. Also da fließt echt Kohle hin. Die soziale Absicherung ist noch mehr. Das sind 2,9 Billionen. Aber ansonsten, ganz ehrlich,
Industrie sind 400, Geheimnis sind 400, Forschung. Ah, Bildung, okay, ja, gut, okay. Bildung ist natürlich noch der nächstgrößere Posten, aber ansonsten fließt da echt viel Kohle raus. Wir können es uns nochmal hier ansehen. Also 41% soziale Sicherung, Schuldentilgung ist mittlerweile gar nicht mehr so viel hier irgendwo, habe ich gesehen gehabt. Ja, 6,5 steht da noch dran. Aber ist auch noch immer vom Ausgabeposten und Ausgabeverhalten her immer noch ganz gut was. Was sagst du zu Donald Trumps Gerichtsverfahren? Oh, ich glaube, da hatte ich mich schon zuletzt geäußert gehabt. Das möchte ich nochmal ganz gerne wiederholen. Aber wir können uns mal darüber unterhalten. Was hältst du davon, dass Merkel ausgezeichnet wurde? Schwierig. Sagen wir mal so, schwierig. Was muss man Merkel anrechnen? Merkel, finde ich, muss man anrechnen, dass sie sich doch sehr um Europa bemüht hat in einer Zeit, wo nicht mehr viele Europa-Fans gewesen sind. Das muss man ihr anrechnen. Ansonsten habe ich so ein bisschen das Problem, dass alles, ich sag mal salopp, was erste Amtszeit war 2005 bis 2009, zweite war 2009 bis 2013, alles was nach 2013 kam, war viel Stillstand. So, ne? Da haben wir aus der Zeit da nicht viel gemacht, nicht viel draus genutzt. Da war tatsächlich auch viel Ruhe da gewesen. Also, helfe mir auf die Sprünge, aber was war denn so politisch los in den Jahren 2013 bis, ich sag mal, ganz salopp bis Corona? Ab Corona kam ja richtig Fahrt in die Geschichte rein. Ich erinnere mich noch sehr grau. Ja, wir reden über unsere eigene Innenpolitik, ich rede jetzt nicht von Weltpolitik. Da war genug los. Aber ich erinnere mich ganz grau an eine Debatte über Mindestlöhne, wo es ziemlich heiß herging. Wir haben 50.000 Verteidigungsminister gehabt und Ministerin in der Zwischenzeit. Ein paar Doktorarbeiten, damit hatte sie jetzt nicht viel zu tun. 2013 mal mit Griechenland waren wir auch durch, das war noch so auch die Zeit. Ne? Da war tote Hose. So, ganz ehrlich, da war tote Hose. Wenn wir davon ausgehen, dass du alle Länder, Stand 2023, jetzt noch in der EU sind, aber Deutschland, Benelux und Frankreich nicht mehr drin sind, wo steht dann die EU-Zentrale? Wenn Benelux, Deutschland und Dings nicht drin wären mehr, wahrscheinlich Italien. Mailand wird sich anbieten oder so. So als erster Call. Ich würde behaupten, Italien. Aber um jetzt den Bogen nochmal zurückzuschlagen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, es ist nicht ganz pfiffig, das so kurz nach Amtszeit zu machen. Ich meine, Scholz hat nicht mal seine erste Amtszeit um, als sie sich jetzt hier schon mit dem Verdienstorden auszeichnen lässt. Wo ich halt auch sage, ja, okay, man kann einen Case dafür machen, dass man den schon verleihen kann, aber timingmäßig Katastrophe. Aber zumindest nicht gut. Wobei ich mir mit Merkel, das wäre auch mal was. Ne? Ich würde mich mal ganz gern mal mit Merkel so auf dem Podcast mal hin, mal gern zusammensetzen. Ich würde mal mir gerne so ein paar Dinge mal aus ihrer Sicht erklären lassen. Ne? Ich gehöre zu den Leuten, die verurteilen politische Entscheidungen mal nicht immer so pauschal vorab, sondern ich gehe davon aus, im gesunden Dafürbefinden, dass sich die Menschen meistens bei ihren Entscheidungen und Handhaben immer ein bisschen was bei denken. Und da hätte ich tatsächlich doch ein paar Fragen, ne, wo ich mich doch mal für interessiere, wo ich mal ein paar politische Entscheidungen mal hinterfragen würde und so ein paar Positionen als solches. Ne. Würde mich mal bei Merkel interessieren, weil so als solches, ich sag mal, Gerhard Schröder war immer ein sehr extrovertierter, in dem Sinne als das, also Politiker sind zwar immer extrovertiert, aber er war nochmal so extrovertiert in dem Sinne, du wusstest halt, was er dachte, weil er hat's gesagt. So, ne, ob du das nun geil fandst oder nicht, aber du wusstest, was Sache ist, so, ne. Das konnte man jetzt bei Merkel, fand ich jetzt, ich wusste es jetzt, oder weiß es bislang bis heute immer noch nicht so ganz, wo so die Grundausrichtung allen Denken und Handelns ist. Weil jeder Politiker hat ja so seine Idealvorstellung im Kürbis rumschwirren, nachdem man versucht, sich ja alles irgendwie zurechtzubasteln und zurechtzurichten. Nehme ich zumindest an. Alles andere wäre schon ein bisschen perspektivlos. Aber dann würden mich ein paar Sachen tatsächlich echt mal interessieren. Äh,
Sie hat aber 16 Jahre durchgehalten. Ja, aber etwas durchzuhalten ist jetzt nicht die Riesenleistung. Also vergleichen wir jetzt mal ganz kurz eben Kanzlerschaften und mal so ein bisschen überlegen. Dann fand ich zum Beispiel jetzt mal, um so Cases zu machen, rein auf das politische Wirken bezogen, Schröders Kanzlerschaft mehr und aussagekräftiger als die eigentlich von Merkel, obwohl er nur 2 quasi hatte. Jetzt kracht der Haushalt wieder ein. Unangenehm. Ich fand, wenn wir drüber nachdenken, wahrscheinlich auf außenpolitischer Ebene schon noch Kohls, doch wahrscheinlich schon noch Kohls Wirken gewichtiger. Zum einen wegen der Wiedervereinigung, als auch wegen der Europageschichte. Schon gewichtiger als das, was er so sonst getan hat. Ära Schmidt zum Beispiel angeht. Da fand ich das außenpolitisch jetzt, war das nicht so von Belang. Dafür muss man sagen, war innenpolitisch bei Schmidt zum Beispiel deutlich mehr los und deutlich mehr Fortschritt zu sehen, als es unter Kohl war. Ja? Also es ist immer alles eine Sache der Perspektive. Ja? Wobei man auch da, wie gesagt, sagen muss, also so vom Eindruck, was bleibt am Ende als politisches Machtwerk, muss man sagen, bei Merkel ist da nicht so viel Dolles mit bei. Was ich übrigens allen ankreide, egal welcher Pappnase. Vielleicht Schmidt klammern wir vielleicht noch aus, weil er musste sich da in den 80ern wirklich noch nicht drum kümmern. Aber was ich den anderen Pappnasen ankreide, allen dreien, ist die Tatsache, dass sich keiner um eine Rentenreform mal richtig bemüht hat. Also um so eine richtig, richtige Rentenreform. Nicht ein, wir heben nur Eintrittsalter an. Jetzt habe ich gerade Überschuss gelesen, entschuldigt. Sondern um eine richtige Reform. Ja, da muss ich sagen, bin ich immer noch ein bisschen grantig. So, gucken wir mal ganz kurz rein. Ja, wir sind jetzt auf 13% runter. Wir haben jetzt nur noch 1,6 Billionen hier. Und die anderen Zahlen sehen jetzt doch alle, finde ich, schon äußerst handelbar aus. Auch wenn die Japaner hier wieder mit 30 Milliarden zum Buche schlagen. Und das kriegen wir alles hin. Und dann sind schon die Amerikaner dran. So, und finanziell sie ja auch, haben wir tatsächlich 233 momentan stehen. Das ist sogar tatsächlich verdammt stark. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Wirtschaftswachstum ist nicht ganz so prickelnd, aber 2 Jahre Reihe, damit kann man arbeiten. Ich würde sagen, da können wir die nächsten Verstaatlichungen, weil es kostet ja auch. Ja, egal, komm, wir schieben die nächsten Verstaatlichungen an. Ich habe euch ja ein bisschen dazu befragt und die absolute Mehrheit war ja schon ja für gewesen, von daher. Aber das ist auch ja so ein ultra dicker Sektor, ne? Also ultra dick ist sehr relativ, ne? Also es werden noch viel dickere Sektoren kommen. Aber es ist schon einer, der wieder richtig wehtut, wenn ich jetzt hier sage 70 Milliarden. Aber ja, wir machen es. Wir rutschen damit jetzt unter die 2%-Marke. Auch bewusst, aber ich nehme es in Kauf. Wir können mal ganz kurz gucken, wie machen wir eigentlich momentan denn jetzt schon durch verstaatliche Sektoren. Durch Minderheitsaktionärsbeteiligung. Das sind, jetzt muss ich kurz gucken, das ist der Bereich hier, 250 Milliarden. Die momentan unsere Staatskasse durch Beteiligung fließen. Die ausgewogenen Sondereinnahmen, das ist noch sozusagen das, was ich ja wirtschaftlich, weil ich mit den Zahlen damals nicht ganz recht kam, ja nachpatchen musste. Weil sozusagen ich, wo ich das neu reinmodden musste, um die Stabilität des Spielstands zu gewährleisten, da konnte ich nicht mehr jede einzelne Zahl wirtschaftlich passend hin und her schieben. Na, dementsprechend muss ich das so im Groben und Ganzen einrichten. So, weiter geht's. Merkels Russlandpolitik war halt mehr als fragwürdig. Das, was heute passiert, geht zum Teil darauf zurück. Ja, wobei, wir haben uns als Deutschland immer sehr drum bemüht, auch in unserem historischen Kontext heraus, ne, weil wir einfach zum einen mit den Sozialdemokraten eine eher russlandfreundliche Partei haben, die auch immer noch relativ, also jetzt zum Beispiel gerade auch für den Kanzler stellt, so rein historisch betrachtet, ne, jetzt nicht gerade aktiv, weil jetzt momentan macht sich das nicht besonders gut, also aus der Historie heraus. Und zum anderen haben wir halt natürlich mit der DDR die Hälfte Deutschlands, die Russland, das muss man auch sagen, noch relativ wohlgesonnen ist. Man kennt sie halt auch als von damals den großen Bruder, was für uns der Amerikaner drüben ist, ne? So. Ja, also von dem Westland so gesehen her, wobei man sagen muss, ich glaube, da hat man sie im Osten mittlerweile auch schon ein bisschen mit Anführungszeichen angefreundet, dass der Amerikaner als solches dann diese Rolle eine. Wobei, ich sage immer, ich bin kein Fan von beiden da großartig, jetzt dem einen oder anderen hinterher zu tingeln, weil ich ja immer noch ganz großer Fan der gesamteuropäischen Idee bin, weil ich sehe uns werttechnisch schon deutlich näher an den USA.
Definitiv, ganz, ganz klar. Aber ich finde nicht jede Sache, die Amerikaner machen, mega geil. Und das sorgt halt dafür, dass ich mir manchmal halt denke, als Europa seinen eigenen Kram machen und da vielleicht die Amerikaner auch mal so ein bisschen, zumindest mal als ebenbürtiger Verhandlungspartner nochmal vielleicht ein paar Sachen mitgeben können. Das wäre ganz cool. Ja, genau. Das also nochmal eben ganz kurz dazu. So, schauen wir mal rein. Ja, 1,97 ist es jetzt am Überschüssen. Da sind wir jetzt ungefähr auf selben Wege. Wir haben wieder die doppelte Betrachtungsweise. Das heißt, das lohnt sich schon noch irgendwo, denke ich, wieder. Wir gucken nochmal auf die Währungen. Da sind wir weiterhin bei 0,8%. Das ist okay an Inflation. Ja, Wirtschaftswachstum, wie gesagt, ist dieses Jahr jetzt nicht so Bombe. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch, ne? Ja, und dann als nächstes hätten wir dann also nochmal die Wohnungen, die wieder abgebaut werden müssen, das Fusionskraftwerk, was ich bauen muss, und danach können wir uns wieder um die Schuldenlasttilgung nochmal kümmern. Mittlerweile übrigens die Schuldenlasttilgung, ihr seht, jetzt tatsächlich alleine schon in diesem Jahr nochmal wieder ein gutes Stückchen runtergegangen. Eigentlich ganz angenehm. So, ich kriege wieder einen Hinweis des Folgenendes und da liegt ihr tatsächlich richtig, denn ja, es ist ja soweit, wir können tatsächlich hinter dieser Folge wieder einen Haken machen. Und danach tatsächlich schon aufmachen in die letzte Folge des heutigen Streams. Aber bevor wir das tun, verabschieden wir natürlich jetzt mal die Jungs und Mädels auf YouTube. Ganz standesgemäß mit einem Dreifachen. Nein, nein, Malte, jetzt mach nicht diesen hier. Falls ihr euch fragt, was dachte ich gerade? Es gibt ein überragendes Video, das genau meinen Humor trifft, von so einem Kölner Karnevalsveranstaltung. Viele wissen, glaube ich, was ich meine. Kölner Karnevalsveranstaltung aus den 70er Jahren. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Also könnt ihr euch nochmal reinziehen. Ist immer wieder lustig, ist immer wieder unterhaltsam und heiter. Und die schlimmsten Befürchtungen haben wir letztens auch nochmal, das glaube ich in der Mannschaft habe ich jetzt durchgesprochen gehabt. Schlimme Befürchtungen, die wir haben, das würde auch heute noch funktionieren, ne? Ihr wisst, dieses Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, 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 dieses Hippie-Pura, und dann, ne? dann geht's zur Sache. Ja. Gut, ich bin abgeschwiffen. Ich wollte mich eigentlich von euch verabschieden. Dementsprechend, ja, wieder danke ich mir euch natürlich draußen für eure Treue, fürs Dabeisein. Noch bei jedem, der sich das auch noch in Folge 150, 160, 170 hier gibt, ne? Hast du nicht gesehen. Und, ja, schauen wir mal dann dementsprechend. Ja, wie es zum nächsten Mal so weitergeht, bis dahin wünsche ich euch was. Gleich auch für euch auf Twitch geht es natürlich noch weiter, aber jetzt erstmal für euch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.